Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Splatoon 3, zweite ich beinahe gesagt. Ja, Salmi und ich, wir sind jetzt hier zusammen immerhin, aber ich habe keine Ausrüstung mehr. Ich habe auch, ihr seht es oben rechts, keine Fischeier mehr. Das heißt, wir sind so ein bisschen auf uns gestellt und wir müssen jetzt auch mal rausfinden, was hier los ist. Hey, sagt hier einer. Hey, wo sind wir denn hier? Oha, Nummer 3, hier drüben. Puh, bin ich froh, dass du noch an einem Stück bist. Du bist doch Nummer 3, oder? Opa hat dich und deinen Salmini rekrutiert? Hab ich's mir doch gedacht. Du hast dieses Funkeln in deinen Augen. Ich hoffe, dass er so abfährt. Schön, dich kennenzulernen. Wir sollten uns wohl vorstellen. Ich bin Nummer 1, der neuen Aquamarie. Ich bin Nummer 2. Komm schon, Nummer 2. Bisschen mehr Elan. Und hier ist das letzte Mitglied unserer Truppen. Captain! Wir sind die neue Aquamarine. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die beiden denn noch? Waren das nicht die beiden aus dem ersten Teil Perla oder irgendwie so anders? Hießen die nicht so? Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Jedenfalls scheinst du und Opa bei dem Sturz getrennt worden zu sein. Dieser Ort hier ist riesig und alles ist voll mit diesem Flauschplasma. Wir müssen Opa finden, bevor er dran leckt oder so. Nur doch nicht immer schwarz. Es könnte doch total lustig werden. Aber ganz im Ernst, bitte hilf uns, Opa zu finden. Machen wir. Kevin scheint gelangweilt zu sein. Nummer 3 ist auf jeden Fall dabei. Sieht man noch. Das ist die Rührung. Das ist nur die Rührung, uns zu helfen zu dürfen. Klassisch sprachlos vor Glück. Genau. Opa hat uns also Nummer 3 in Land gezogen. Freut uns, dich an Bord zu haben. Ja, also Captain ist richtig. Also richtig motiviert. Wir glauben, dass dieser Ort Alterna heißt. Wer hätte gedacht, dass sich unter dem Krater so etwas verbirgt? Oh, da hinten geht's noch weiter. Bis jetzt haben wir 6 Inseln gesehen. Wir nennen sie die mal Sektoren. Das klingt professioneller. Aha. Und willst du vielleicht mal diese riesige Rakete da erwähnen? Ich meine, schau dir das Ding doch an. Danke fürs Vorwegnehmen. Jedenfalls haben wir Opa den Sender angeheftet. Normal, oder? Aber nun kommt das Signal aus 3 verschiedenen Gebieten. Nummer 3. Es ist deine Aufgabe, diese 3 Gebiete abzusuchen. Wir haben deine Karte ein bisschen aufgemotzt. Du würdest dich ja lieben. Okay. Auf ihr wird eingezeichnet, wo du schon warst. Und was Interessantes in deiner Umgebung ist, leuchtet sie auf. Okay. Also wenn ich in der Nähe bin. Ah, du meinst, versteht versteckte Schätze. Wow. Wir sind wegen Opa hier, nicht wegen Schätzen. Und Nummer 3 braucht wohl kaum einen Aioli-Detektor. Ach genau, Aioli hieß sie. Du hast gar keine Fischeier mehr, Nummer 3. Hast du sie bei deinem Sturz verloren? Und dein Heldenanzug, der ist ja ziemlich hinüber. Jetzt sei nicht so eine Dramanudel. Gut, Nummer 3 muss Fischeier sammeln und alles nochmal ausrüsten. Das ätzt schon. Eine kleine Erklärung dazu ist wohl nicht verkehrt. Also zuerst musst du die Anchovium, die gewünschten Upgrades, mit Anchovium die gewünschten Upgrades freischalten. Und dann kannst du mit Upgrade-Punkten die freigeschalteten Upgrades für deine Ausrüstung erwerben. Aha, okay. Etwas umfangreicher als der letzte Teil. Ich sehe. Und es muss in Alterna ja wohl Anchovium geben, oder? Du musst es nur finden. Aber du hast Nummer 3 noch gar nicht gesagt, wie man an Upgrade-Punkte kommt. Aber keine Sorge, ist ganz einfach. Nummer 3, du musst nur viel einfärben und Sachen finden, dann habe ich ein bisschen zusammengereimt. Sollte also kein Problem sein. Okay. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich empfange ein starkes Signal von Opa aus dem nächsten Sektor. Schau dir das mal an. Alles klar. Mal sehen, was der Captain sonst so sagt. Captain hat gerade vor sich hingemurmelt, dass bei deiner neuen Aquamarine ordentlich was los ist. Ich darf von Captain ausreden, das hat sich erledigt. Falscher Alarm. Okay, alles klar. So, wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Plattform, eine 16 oder sowas da drin. Hier können wir auf jeden Fall nichts färben. Wait. Sehe ich das richtig? Dass wenn wir jetzt hier färben, dass sich das Ding füllt? Schon, oder? Wait. Ja, auf geht's. Okay. Guck mal hier, es wird doch mehr. Das heißt, wir färben hier einmal. Das heißt, wenn wir hier den ganzen Shit einfärben, dann erhöht sich auch das ganze Ding für das Upgrade. Okay, sehr gut. Dann kann man hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen sich Punkte holen. Ich mach das jetzt nicht alles. Also keine Sorge, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hole jetzt hier alles, aber ihr seht's, ne? Also scheint zu funktionieren.
gucken einfach mal hier rum. Auch mal hier in die Richtung so. Hier ist leider... Hier geht's nicht rum. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein, oder? Und rein. Alle deine Tricks sind gefragt, erreiche das Ziel. Willkommen in Alterna. Let's freaking go. Sehr gut. Okay, das sind die drei. Also das heißt, die erste, die dritte und die sechste Insel. Hört ihr das auch? Aktiviert. Systemüberprüfung. Okay. Authentifizierung aller Systeme im Normbereich. Biometrischer Scan wird eingeleitet. Scan abgeschlossen. Keine Übereinstimmung in der Datenbank gefunden. Registrierungssequenz wird eingeleitet. Guten Tag, mein Name ist Orca. Ich diene als eine Art Navigationssysteme für alle Bürger von Alterna. Oh, wo kommt diese Stimme her? Willkommen in Alterna. Bitte um Identifizierung. Ja, als würde man sein Smartphone neu errichten. Wir sollten wohl einfach den Einweisungen folgen. Vorgang in Arbeit. Vorgang in Arbeit. Ding. Name wurde angenommen. Vielen Dank für die Registrierung, Nummer 3. Cool, das ist jetzt offiziell. Nummer 3. Ich wurde dafür entwickelt, eine Handvoll Missionen, die du in Alterna erfüllst, deine physischen sowie intellektuellen Fähigkeiten zu bewerten. In jeder Mission musst du das Ziel erreichen oder eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Für jede abgeschlossene Mission erhältst du Fischeier. Oh, das ist gut. Besonders in dieser ersten Mission erwartet dich ein fürstlicher Lohn. Möge dein Enthusiasmus dich zum Erfolg führen. Das war eine Menge Text, aber ich habe eigentlich was von Fischeier gehört. Das ist doch super. Und du freust dich, weil du uns hilfst, Opa zu finden, oder? Nicht, weil du schön orange steht und glänzend. Ja, nee, ist klar. Und noch etwas. Mit dem Abschließen von Missionen erhältst du nach und nach mehr Zugriff auf das Alterna-Logbuch. Bitte teile das Alterna-Logbuch nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis mit Dritten. Behandle diese Informationen mit Vorsicht. Und bitte betrachte dies als Drohung. Wünsche dir einen angenehmen Tag. Alterna-Logbuch, na sowas. In deinem Menü gibt es einen neuen Punkt. Den würde ich mir nur zu gerne anschauen. Aber ich respektiere deine Privatsphäre. Fürs Erste können wir nur Fischeier sammeln und vielleicht was wegen diesem Flauschplasma unternehmen. Wow, oh Gott! Oh. Bitte wähle eine Waffe für diese Mission. Aha! Willkommen in Alterna. Eine andere Wahl gibt es nicht. Alle deine Tricks, bla 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 bla. Mit Steuerkreuz suchst du deine Waffenbeschreibung aus. Drücke A, um die Auswahl zu bestätigen. Ja gut, es gibt halt nur eine Waffe, die ich jetzt auswählen konnte. Eine Zahlung vorzunehmen? Ach du... Okay. Das war's dann also. Sehr gut. Puh, sehr viel Text. Sehr viel Text. Wir können nochmal auf Anpassen gehen. Wir haben nur diese Waffe. Perfekt. Dann gehen wir da mal rein. Ah, gratis. 3 Leben und Abfahrt. Okay. So, ich würde sagen, jetzt beginnt wohl. Oh. Ah. Scheiße. Schon verkackt. Ich würde sagen, jetzt beginnt dann wohl Splatoon 3 erst so richtig. So wirklich richtig. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, und ich vermute auch, das sind jetzt hier diese Punkte, wo wir dann auch die ganzen kleinen, diese Zwischen-Boni-Dingsies hier, wie heißt das denn? Mann, die Secrets finden werden. Wie zum Beispiel hier. Ne, hier sind nur Fischeier. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ich rechne jetzt damit, dass wir hier auf jeden Fall mehr Boni finden werden. Sowas wie hier zum Beispiel. Ein Checkpoint. Okay, hier geht's nicht mal weiter. Dann... Oh, oh. Oh, und zack. Tintenkiller. Oh Gott. So. Hup. Haben wir. Und... Hup. Haben wir auch. Okay, was haben wir hier? Okay. Bin anscheinend so dumm zum Färben. So. Okay, hier geht's anscheinend noch nicht hoch. Zack, haben wir. Noch ein Schlüssel. Ich sehe aber da hinten Dinge. Können wir da sein Mini rüberwerfen? Mal sehen, was der da, was der mir da holt. So. Okay. Das sind in Anführungsstrichen nur Fischeier gewesen.
Gut, dann gucken wir uns mal hier weiter um. Also, hier haben wir zum Beispiel etwas. Hier haben wir einen Schlüssel, den wir nutzen können. Der erste Container ist offen. Nächster Container. Zack, hoch. Okay, hier ist ein dritter. Okay, das heißt, hier geht es nachher weiter, offensichtlich. Dann gucken wir mal hier. Das sieht aus wie so ein Sprungbrett. Jawohl. Aha. Fischeier. Ja. So. Schon mal gut. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ich hätte da gar nicht lang ditchen müssen. Das war völlig nutzlos. Nice. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Und jetzt muss ich alles nochmal holen. Ups. Mann. So. Was ist da oben? Die Secrets haben wir geholt. Hier können wir nochmal weiter. Wir können mal gucken, was hier so ist. Zack, 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 zack. Kriegen wir nämlich auch alles. Der fährt hier fleißig rum. So, dann nehmen wir mal hier. Das Teil haben wir auch. 74, also wir haben noch nicht mal 100 voll. Okay, war irgendwie nicht so erfolgreich. Besser. Okay. Noch so eine Dose. Aha. Okay, ich hab verkackt. Ich hab einfach verkackt. Okay. So, haben wir hier irgendwas Sneakiges, was wir uns holen können? Ja, wir nehmen das mal mit. Oh Gott, was ist gestorben hier? Okay, wir haben alle drei goldene Schlüssel, damit sollten wir alle drei Sachen aufmachen können. Habe ich jetzt irgendwas vergessen hier? Das habe ich. Da oben sind noch diese... Okay, wir nehmen die einfach mit, ja? Wir nehmen ja alles mit, weil ich glaube nämlich, wenn man stirbt, verliert man die Sachen. Das Einzige, was wir vergessen haben, ist da vorne diesen Luftballon. Aber ja, das nehmen wir jetzt mal hin, dass wir den nicht haben. Nee, Quatsch, das ist der falsche. Ich muss hier. Das muss ich machen. Oh. Oh. Haben wir? Jetzt haben wir alles. Perfekt. So. Nee. Hier hätte ich auch noch. Ist egal. Egal, das holen wir jetzt nicht. Mann. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, jetzt haben wir alles hier. Gespeichert, Mission abgeschlossen. Perfekt. Okay. Sehr gut. 5,5 Minuten. Mann, haben wir ganz schön gebraucht, hä? Egal, wir machen noch eine. Ich versuche immer so, ich weiß nicht, 20 Minuten Folge ist, glaube ich, okay, oder? Seid ihr eher so jemand, der so, weiß ich nicht, so 10, 15 Minuten Folgen? Oder lieber so 15, 20? Oder sagt ihr eher so sogar über 20? Was wäre so euer Favorit? Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, haut deine Tinte ruhig raus. Färbe alles ein, füll deine Liste und kriegst Upgrade-Punkte. Auf geht's. Okay. Erstmal machen wir hier. Zack.
den Weg frei. So, und hier das ganze Färben und so. Guck mal, jetzt haben wir einen Upgrade-Punkt. Und eine Schriftrolle. Hitze, Herz und heilloses Chaos. Der Dünen-Hotspot Splatsville. Flanieren auf dem Boulevard Brachiale mitten im Leben. Touristenführer untertauchen in Splatsville. Okay. Das scheint sowas wie... Guck mal, hier haben wir schon zwei Seiten. Zwei Seiten fehlen uns. Zwei Seiten fehlen uns. Das ist schon mal schlecht. Vielleicht finden wir die ja noch. Oder... Was ich mir vorstellen könnte, wäre... Wir haben 233 Punkte. Das heißt... Wir können zum Beispiel eine... 900 brauchen wir dafür. Oh, okay. Ja, dann... Auch 900. Okay, 900 ist aber... 900 ist ordentlich. So, was haben wir hier? Das ist Welt Nummer 2. Ne, ist eine andere Welt. Wir haben jetzt die da hinten gerade freigeschaltet. Okay, das sind 800 Punkte. Da oben haben wir noch eins. Da kommen wir mal nicht ran, oder? Doch, wir können hier hoch. Okay. 100. Nehmen wir mit. So ein kleiner Teilbereich. Aber... Okay, das sind nur Fischeier. Hier haben wir noch einen Kessel freigeschaltet. Hier haben wir ein Stück Spind. Ach genau, das ist Deko. Dekoartikel, Upgrade-Punkte. Nächste Version. Mal gucken, was haben wir hier. 300 Punkte haben wir leider gerade nicht, aber dafür brauchen wir nur 100. Oh. Ich habe mich gerade anscheinend umgebracht. Aber wir haben auf jeden Fall auch was aufgemacht. Wir gucken uns das mal an, was wir hier aufgemacht haben. Genau, hier liegt nämlich gefühlt irgendwie hinter jedem was rum. Noch mehr Eier. 137 ist nicht ganz so viel. Was ist hier? Eine Musikdist, eine Goldplatte. Die Musik hier wird jetzt noch etwas cooler klingen. Spitzt die Ohren. Okay. Können wir hier vielleicht noch irgendwas... Oh, 200 Punkte haben wir noch. Machen wir weg. Hat uns nicht wirklich was gebracht, würde ich behaupten. Egal, wir gehen einfach mal ins nächste Level, oder? Ich meine, das haben wir gemacht. Das heißt, das nächste Level wäre logischerweise das hier. Octopods en masse. Keine Angst vor... Ne? Irgendwas mit Knatter, irgendwas. Okay, stark. So, diese Mission prüft deine Orientierungsfähigkeit. Oh mein Gott. Achso, Belohnung. Empfehlung? Paraplosiver? Ist eigentlich egal, was wir da spielen. Ich würde tatsächlich dann bei der normalen Heldenausrüstung bleiben. Weil den Parapluviator und die Klecksbombe, beziehungsweise Splatling Instabombe. Später dann. Später. Gratis. Okay. Das heißt, wir dürfen eigentlich, theoretisch dürfen wir gar nicht... Okay. Theoretisch dürften wir gar nicht die ganze Zeit unsere Sachen raushauen, weil es auch mal sein können, dass wir für ein Level bezahlen müssen. Das hier? So nicht. Oh mein Gott. So. Level up. Okay. Gott, Level up. So, da oben ist der... Bringt uns Minimi eigentlich den Schlüssel hier? Er bringt uns offensichtlich den Schlüssel nicht. Okay, den müssen wir uns dann... Vielleicht bringt er ihn uns, wenn wir ihn kaputt machen. Also wenn er die Kiste kaputt macht. Das weiß ich natürlich nicht, aber... Oh! Oh mein Gott! Ich
hab's fast vermutet, dass dahinter jetzt einer steht. So, wir haben schon 7 Upgrades. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Wir haben Upgrade-Punkte, um Dinge zu upgraden, aber ich weiß noch nicht, was wir upgraden. Oh Gott! Ein riesen Oktopod. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Mhm, ich auch nicht. Aioli. Und wie ist die andere? Okay, haben wir. Wir gucken nochmal zurück. Keine versteckten Welten hier. Ich glaube, wenn wir jetzt alles hier so schön einfärben, dann passt das schon. Oh, kriegen eine Himbeere? Nee, Quatsch, das ist Kaviar. So, Level up. Ach Quatsch. Wieso sag ich denn immer Level up? Checkpoint? Ich muss mich auch nochmal mit den Waffen hier wieder auseinandersetzen. Ich habe jetzt gerade im Multiplayer den... Oh mein Gott, what the fuck? Ich habe gerade im Multiplayer das Airbrush-MG freigeschaltet. Das war so letztes Mal im vorherigen Teil war das auch so meine Lieblingswaffe, weil die einfach richtig schön schnell schießt und vor allem sehr effizient färbt. Was sind so eure Lieblingswaffen? Oh mein Gott. Jetzt kriege ich aber hier... Ich hier aber ordentlich ins Gesicht. Ich habe mich mit den neuen, also das heißt mit den neuen Waffen, aber mit den Waffen noch nicht so sehr beschäftigt. Jawohl. Da oben nichts drauf. Aber naja, wir werden ja definitiv nochmal machen, dass wir uns alle Waffen in Ruhe anschauen. Das wird dann was für den Splatoon 3 Multiplayer. Wir kommen ja zwangsläufig nicht drum rum, auch Teile im Singleplayer zu spielen. Verschiedene Waffen, weil ich vermute, dass es auch mal so sein wird, dass wir bestimmte Maps mit bestimmten Waffen spielen müssen, so wie es in den Vorgängerteilen auch war. Und ja, dann werde ich immer mal ein bisschen meinen Senf dazugeben. Und die ganzen Sachen natürlich dann auch nochmal im Multiplayer mit euch vielleicht sogar ausprobieren. Näheres dazu folgt dann, sobald wir da mal reingehen. Freunde, wir haben die nächste. Keine Angst vor Knalleffekten. Erreiche das Ziel. Ah ja, okay, haben wir gemacht. Sehr gut. Vielleicht müssen wir für eine perfekte Wertung sogar die Maps dann mit allen Waffen mal spielen. Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Werden wir rausfinden, Freunde. Vielleicht in naher Zukunft. Erstmal geht's morgen weiter mit einer weiteren Folge Splatoon 3. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.